Ich bin heute halt alleine angereist. Fast alle. Du auch ohne Begleitung? Das war da und dann. Und sie hat ein bisschen abgenommen und kennt mir fair. Wieder ein bisschen schummeln. Top motiviert. Wir schauen, dass es funktioniert. Sagen kann, was in mir steckt. Hol raus, was in dir steckt. Bei ihm geschlafen oder mit ihm geschlafen? Ach ja, Leute, was soll ich sagen? Ich bin happy. Happier denn je. Servus, Leute, und herzlich willkommen zu Folge Nummer 18 von Bauers und Frau in der Österreich-Edition. Heute gibt's das Semifinale. Es gibt den ersten Teil vom großen Finale, denn die ganzen Bauern, Bäuerinnen und Kandidaten und wie auch immer treffen zusammen und sprechen sich aus. Heute sehen wir die ersten drei Kandidaten, glaube ich. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an mit den Streitszenen, mit den schönen Szenen. Viel Spaß beim Anschauen und los geht's! So ein Leben als professionelle Bauernverkupplerin ist wirklich wahnsinnig anstrengend. Vor allem, wenn man vor einer wunderschönen Bergskyline in Mariaalm, Salzburg dreht. Geil. Oh. Aber durch meine aufopferungsvolle Arbeit haben 10 Bauern ihr Liebesglück gefunden. Ich schätze, dass 8 von 10 Bauern wieder getrennt sind. Mindestens. Ich bin heute alleine angereist, weil es ein paar Komplikationen nach der Hofwoche gegeben hat. Und ihr Bauer, der Hannes, der ist mit der Zweitplatzierten, der Birgit, angereist. Super. Was, Mario? Du auch ohne Begleitung? Nicht nur er, fast alle kommen erstmal ohne Begleitung Single. Ja, ich bin sicher sehr gespannt, weil ich habe die Folgen noch nicht so richtig verfolgt. Och, Michi, hast immer noch kein Internet daheim. Ja, blöd. Ich traue mich nicht anschauen, die Sachen, weil die eigene Stimme und alles, das stört mich eigentlich an mir selbst nicht. Michi, du bist Superstar, du musst damit klarkommen. Ich meine, allein bei mir haben schon um die 100.000 Leute dein Gesicht gesehen. Du bist bekannt. Ein Pärchen. Es gibt sie natürlich noch. Die Erfolgsgeschichten. Wir werden sehen, ob es nur bei dieser einen Erfolgsgeschichte bleibt oder ob es noch mehr werden. Auch wenn es weh tut. Was raus muss, muss raus. Das Gespräch beim Andi war schön, aber auch langweilig. Deswegen schauen wir jetzt zum Hannes. Grüß dich. Hallo. Hallo. Grüß dich. Okay, da geht er einfach an seiner Finalistin vorbei, nur Hallo sagen und weitergehen. Ich muss ja sagen, es war ein richtiger Showdown bei dir in Oberösterreich. Berg- und Talfahrt. Und das Gespräch wird eher zur konstanten Talfahrt. Langsam, aber sicher in den Abgrund. Sag einmal, was du da aufgeführt hast mit den Damen. Es war wirklich unglaublich. Also da war das wieder in Richtung Birgit. Also ich habe mich da gerade nicht mehr auskannt. Erst hat er die Tatjana geküsst, dann die Birgit, dann hat er wieder mit der weitergemacht, dann wieder mit der und dann konnte er sich tagelang nicht entscheiden, bis sie alle weinend vor ihm saßen und er auch geweint hat. Dass man weiterhin Kontakt haben. Wir haben dann meine Kinder langsam ins Spiel gebracht. Und aber dann gab's anscheinend Gerüchte seitens Hannes Freunde und Verwandte über die Tatjana. Und gemeint haben, dass ich nicht auf seine Seiten gehöre oder dass er nicht die richtige Entscheidung getroffen hat. Er ist zwar gut mit ihren Kindern zusammengekommen, aber sie hat sich von der Familie, vom Hannes irgendwie ausgeschlossen gefühlt, meint sie. Habe ich schon das Gefühl gehabt, dass er sich da ein bisschen beeinflussen lässt, ja. Und die zwei haben sich danach eh ausgesprochen, aber auf jeden Fall sind wir seit dem Zeitpunkt getrennte Wege gegangen und wir haben seitdem, ich sehe ihn heute das erste Mal wieder. Hui, ja, das sieht man. Es ist nicht immer alles danach, zumindest nicht so idyllisch wie in der Show vorgegeben. Ja, schaut euch in die Augen, dann habt ihr 4 Augen. Sicher. Das Gespräch wird jetzt immer weniger lustig. Ich meine, eigentlich braucht ihr eine Frau fürs Leben und nicht eine Frau für Mama und Papa. Naja, so eine Erfahrung macht der ein oder andere vielleicht auch mal. Aber naja, Grüße gehen raus. Also ich habe da selber irgendwas rausgefunden, auch, wie bei meiner Bewerbung, wie ich meine Karten auflegen muss. Aber bitte tu das du auch nächstes Mal. Ich glaube, dass er damit meint, dass sie bei der Bewerbung eventuell etwas verschwiegen hat, dass sie vielleicht zu Hause, also sowas in Richtung Bekanntschaft sitzen hat und aber vielleicht bei Bauer sucht Frau noch jemanden sucht. Was meinst du jetzt damit? Was hast du ja, zu sagen? Das geht jetzt einfach eindeutig zu weit. Ja gut, wir erfahren nicht, was es wirklich ist, weil sie blockt das Thema direkt ab. Das sind so Unwahrheiten, was? Nein, das sind nicht Unwahrheiten. Das sind Unwahrheiten. Nein, das sind nicht Unwahrheiten. So, das ist so. Nein, das ist so. Nein, das ist so. Nein, super Gespräch. Einfach boom, boom, boom. Und an der Stelle möchte ich bitte aufhören. Mhm. Lass mal's bleiben. Ja. Bitte. Ja, eigentlich eh gut so, ne? Ist das jetzt das definitive Ende, Tatjana, für euch zwei? Oder setzt ihr euch nochmal zusammen? Nein, es ist das Ende. Keine Freundschaft. Es war zwar eine schöne Zeit, aber jetzt ciao, ciao. Aber wie sagt man so schön? Solange es Leben gibt, gibt es auch Hoffnung. Ach, meine Hoffnung geht in Erfüllung. Wir sehen den Michi und seine Herzensdame wieder. Es waren einfach so schöne Zeiten, so schöne Erinnerungen, die ich an die zwei habe.
mal sagen, heute stehe ich da und freue mich wirklich drauf, dass ich in mich noch so richtig sagen kann, was in mir steckt. Na dann, Bettina, hol raus, was in dir steckt und ab in den Angriff. Schön, dass du gekommen bist. Ja. Bist du lange da? Ja, seit 5 Minuten sowas. Ach, und der Michi, unser Stecher, hat einfach 2 Outfits extra mit, falls er noch neue Frauen kennenlernt. Da kann er sich schnell umziehen. Ja, jetzt haben wir es gesehen, nicht? Also, und sie hat ein bisschen abgenommen, kennt man fair, sie ist schlanker geworden. Unser Michi, ein charmanter Typ, der achtet sogar auf die Details. Aber die Wahrheit ist... Sagen wir so. Auch wenn bei mir die ein oder anderen Kilos nicht gegangen sind, so wie ich es gerne gehabt hätte. Aber ich kann auch hin und wieder ein bisschen schummeln. Nein, sie hat einfach so einen, wie heißt das, Bauchweggürtel rum. Ja, da wird der Michi nachher noch enttäuscht sein, falls es doch was wird. Ich hab deinen Trick und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich, ja, es fühlt sich komplett anders an. Ich stehe ja teilweise ein bisschen anders da. Also eigentlich sollte man etwas, was unsichtbar ist, ja nicht so zeigen. Ich verstehe es nicht, wieso sie das überhaupt macht. Und außerdem, dann ist der Michi ja später vielleicht voll enttäuscht, wenn er sie dann auspacken darf und dann, ja, die Mogelpackung entdeckt. Oder sag ihm noch nie. Ja, sag ihm noch nie. Mein Ziel einmal so weit ist, dass es zwischen Michel und mir wirklich dazu kommt, dass wir zusammenkommen. Sie kann einfach nicht aufgeben. Ein paar Wochen nach den Dreharbeiten und sie ist immer noch komplett in ihn verschossen und will einfach mit ihm zusammenkommen. Also, ich freue mich auf jeden Fall drauf und... Wir schauen, dass es funktioniert. Und der Michi, auch top motiviert über einen eventuellen Neustart mit ihr, er freut sich sichtlich. Lange überlegen können auch wieder, seit ein paar Wochen jetzt, seit wir die Hofwoche gehabt haben. Aber es hat sich leider nichts noch verändert bei mir. Ach Michi, aber es war doch so heiß und so süß. Aber jetzt beichtet er ihr halt auch, wie er denkt, wie er fühlt. Peti, mein Funke ist leider nicht übergesprungen, aber deiner schon. Sag niemals nie und... Ich meine, man kann es ja wieder versuchen, so wie in den alten Zeiten. So küss mein Nüsschen und Rambazamba weg mit dem Tanga. Vielleicht ist das eine Option? Ich habe nur eine kleine Überraschung für dich heute. Bevor wir wirklich einmal einigen. Und Michi, da freust du dich sicher und du hast sicher auch eine kleine Überraschung mit, oder? Gastgeschenk oder ein Geschenk, was sie mir mitgebracht hat. Sachen, aber... Ich habe leider nichts mitgenommen für ihre. Ach ja, wie eh und je, unser Michi, der hat halt nur die Bussis im Petto als Geschenk. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht bekommt die Betty ja ein Bussi als Geschenk. Spontan Zeit hast, ich würde gerne Madeleine überraschen. Sie weiß davon noch gar nichts. Mit was er sie wohl überraschen könnte? Voll wert, ja. Ich liebe Überraschungen. Die Überraschung sehen wir leider erst nächste Folge. Verstärkung naht in Gestalt von Hofdame Nadine und Hofdame Lena. Aber die eine 18-Jährige, die damals plötzlich weinend einfach so abgehauen ist, die ist nicht persönlich da. Aus familiären Gründen ist sie heute nicht vor Ort. Aber über so einen Videochat ist ja auch gut. Was da alles so passiert ist, was den armen Mann hier fast an den Rand des Wahnsinns getrieben hat, bitteschön. Ja, hier die Schlüsselszene zum Problem, welches jetzt halt immer noch im Raum steht und nicht geklärt wurde. Ich habe bei ihm geschlafen, gesagt, dass diese Nacht einfach nur wegen den männlichen Bedürfnissen stattgefunden hat. Okay, und hier jetzt nochmal Ihre Version, was da wirklich in der Nacht passiert ist. Und was ist denn in dieser Nacht passiert? Ich habe in der Nacht beim Flo geschlafen. Bei ihm geschlafen oder mit ihm geschlafen? Also bei ihm und mit ihm? Beides. It was at this moment that he knew. He fucked up. Okay, und der Flo, der sagt einfach mal nichts dazu, sondern lässt die andere Hofdame reden, die damals während dem ganzen Schickimicki-Ding da auch noch dabei war. Ich glaube das bis heute nicht, ehrlich gesagt. Warum nicht? Weil ich vom Flo weiß, dass da nur Küsse waren. Ich weiß auch nicht, welche der 2 Aussagen stimmt, aber woher will sie wissen, dass die Aussage vom Flo stimmt? Das kann sie ja auch nicht wissen. Und ganz ehrlich, wenn ich ein Mann bin und 3 Frauen auf meinen Hof einlade, wäre es richtig traurig, wenn nicht irgendwas passieren würde. Sie glaubt, dass zwischen den beiden in der Nacht nicht so viel gelaufen ist, wie sie meint, aber sie glaubt auch, dass wenn 3 Frauen auf einen Typen treffen, dass da sicher was passiert in der Hofwoche. Ich war zwar nicht mehr dabei, bin aber... Hauptsache Flo lässt die reden, die nicht dabei waren und er ist einfach still. Zu 100% sagen, dass ich beide Hände ins Feuer lege und sage, dass das nicht stimmt. Ja gut, aber jetzt ist endlich der Flo dran, der packt jetzt sicher aus. 3, 2, 4, los! Los! Was ist passiert in dieser Nacht? Kein Kommentar. Ja, super, sehr, sehr, sehr glaubwürdig, diese Aussage. Toll. Kein Kommentar. Hast du dir irgendwas zu Schulden kommen lassen? Nein.
Na. Willst du noch einen Wein? Ja, sicher gerne. Gib her. Halt bleiben, wenn der Flo auch jetzt, sag ich jetzt mal, nichts dazu sagen möchte. Aber ich glaube, wir wissen es einfach beide, was passiert ist. Naja, nachdem sie jeden Abend schon ordentlich viel Wein getrunken haben, bin ich mir nicht sicher, ob sie überhaupt wissen, was passiert ist. Wieso bist du nicht hier? Wieso redest du nicht mit uns persönlich? Ein Videocall ist ja auch so persönlich, wie es halt geht ohne Kontakt. Jetzt langsam, aber Flo, jetzt... Ah ja, schwierig. Ja, was ist da schwierig? Wie hast du sie kennengelernt, deine Freundin? Der Flo hat jetzt nämlich eine Freundin nicht von dem Bauersucht-Frau-Ding, sondern eine normale. So, ich war da und sie ist da und dann haben wir miteinander geredet. Ah ja, der Flo. Keine konkreten Antworten, immer nur so ein ich war da und das war da und dann Handy aus beim Drehen. Und nächstes Mal. Was er da planen müssen hat und auch so geheim halten müssen hat von mir, und das, also ich habe wirklich nichts gemerkt. Nicht nur die Überraschung gibt's nächstes Mal, sondern auch noch viel mehr Aussprachen von unseren Favorite-Kandidaten. Ich hatte es im Kopf, dass ich mit der Schwester schlafe. Ja, Michi mit der Schwester im Bett und? Ich lieb sie immer noch, das war ja gelogen, das kann man ja nicht einfach wie ein Tintenkiller wegwischen. Und wir sehen unseren Partymacher Philipp aus dem Burgenland wieder. Aussehen du mal sein Zimmer, war nicht vor die anderen. So wie sich die Betty auf den Ball haut, haut sehr gerne hier auf dem Abo-Button. Um den zweiten Teil vom Finale nicht zu verpassen, schaut hier oben sehr gerne in die Mädchen-WG rein. Hier unten werde ich euch noch ein anderes Format verlinken. Lasst uns gerne einen Kommentar und einen Daumen da, um das Video zu bewerten. Und dann sehen wir uns nächstes Finale. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao. Der Michi, mein Stecher, hey.